Ja, so hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute soll es vor allem mal um die Anhänger gehen oder wie ich meine Bienen fahre. Da war ja wirklich großes Interesse und große Nachfrage. Also wenn es euch gefällt, Daumen nach oben, abonniert den Kanal und nun zum Video. Ich sitze jetzt hier auf einem meiner Anhänger. Also insgesamt habe ich zwei Stück mittlerweile. Das hier ist, ja, ich habe die Ladewände nie dran. Im Prinzip ein, wie heißt es offiziell, offener Kasten. Kann man aber im Prinzip ganz flach machen. Wenn ich die Bienen fahre, habe ich oft noch die hintere Bordwand dran und die vordere. Und dann kann ich hier schön laden. Ja, ist ein Unsinn. Ne? Ein 3,5 Tonnen Anhänger. Die Ladefläche ist 4,80 Meter oder 5 Meter lang und 2,10 Meter breit. Ne? Und das ist, war mir relativ wichtig, dass er einfach über 2 Meter ist. Oder oft gibt es diese Anhänger 1,80 Meter. Ich wollte über 2 Meter, weil dann ist einfach vielseitiger einsetzbar. Ne? Das ist einfach, ich meine, da passt auch ein Auto drauf. Braucht man jetzt für die Imkerei nicht unbedingt. Aber man hat einfach Platz. Ne? Ausgeladen wird er auch nicht. Da habe ich ja bisher noch kein Fahrzeug dazu, das 3,5 Tonnen ziehen kann. Ich habe den Gebrauch gekauft, natürlich, weil ich eigentlich immer schaue, dass ich Fahrzeuge gebraucht bekommen, weil da ist einfach viel, viel billiger und meine ich repariere es ja auch gerne oder kann es ja alles selber reparieren. Und ja, auf den Anhänger gehen so je nach so knapp 40 Bienenvölker drauf. Ne? Was gibt es noch zu sagen? Neuen TÜV-Falter, neue Stoßdämpfer. Läuft super hinterher. Ne? Und ja, mit dem fahre ich eigentlich meine ganzen Bienen, sei es jetzt in Raps oder in Wald oder in die Edelkastanie. Dann habe ich noch einen kleinen Anhänger, da müssen wir mal nach hinten gehen. Den habe ich eigentlich schon immer, seit ich Bienen habe. Den habe ich mir günstig Gebrauch gekauft und dann auch viel repariert. Das ist ein ehemaliger Viehanhänger. Da gehen wir gerade mal, der steht hier hinten. Ne? Hier seht ihr gerade, die Bauarbeiten gehen los. Wir machen der ganze Vorplatz wird neu. Dass wir auch, wenn wir Besuchergruppen haben, da einfach bessere Möglichkeiten haben und die Bierbänke und alles Mögliche besser steht und auch keiner stolpert von den Besuchern. Ne? Also wenn ihr mal vorbeikommen wollt, schaut auf unserer Homepage nach Veranstaltungen oder wenn ihr eine ganze Gruppe seid, machen wir da auch einen individuellen Termin aus. Dann schreibe ich euch einfach unten, findet ihr ja die Kontaktdaten, dann meldet euch. Ja, hier stehen wir vor meinem zweiten Anhänger. Das ist ein ehemaliger Viehanhänger, wie man unschwer erkennen kann. Der hat für mich den Riesenvorteil, es passen formschlüssig praktisch drei Bienenkästen nebeneinander. Ne? Ohne dass da was wackelt, ohne dass du da was groß zurren musst. Und da passen also insgesamt 15 Bienenkästen drauf. Wenn man jetzt keine Honigräume drauf hat oder nur einen Honigraum drauf hat, also wenn man zum Beispiel Ableger fährt oder ja, eingeschlagene Kunstschwärme oder was auch immer, kriegt man da auch doppelstöckig einfach 30 Bienenkästen drauf. Hat wie für einen Vieranhänger hinten typisch diese Rampe. Ne, war für mich eigentlich mit dem Uplift immer ganz cool. Oder das war damals auch so der Grund, Uplift, der Anhänger mit dieser Rampe, du fährst da rein und fertig einfach. Ne, ich hatte damals auch überlegt, den so zu bauen, dass im Prinzip, dass er zwei Ebenen hat. Aber das habe ich einfach gelassen. Wie gesagt, sind einfach 15 Bienenkästen. Ist natürlich deutlich leichter und deutlich, wie sagt man,
agiler, wie unten der Großanhänger, der ja insgesamt, glaube ich, fast 6 Meter lang ist. Und deshalb nehme ich einfach den Anhänger immer noch unheimlich gerne her, wenn ich eben jetzt weniger Bienen fahre oder wir haben es ja auch in der Stadt, die Bienenkästen. Und da fahre ich einfach wirklich gerne mit dem, weil hier kommst du halt in der Parklücke irgendwie klar oder wenn du mal in der zweiten Reihe parken musst oder sogar eine Tiefgarage, das machst du mit dem. Mit dem anderen machst du das eigentlich gar nicht, ne? Oder sehr, sehr schwierig. Ja, das sind eigentlich im Prinzip so diese zwei Anhänger, die ich habe. Ja, da kommt dann ja auch was zusammen, ne? Wenn wir gerade hier sind, lasst uns zu den Bienen schauen. Wir haben jetzt den 1. Februar, ne? Muss man mal dazu sagen. Und ja, alles fliegt, ne? Alles fliegt. Alles bringt Pollen. Unheimlich viel Pollen. Ja, sieht alles. Sieht jetzt so ganz gut aus. Es lebt noch alles, so wie es mir aussieht. Bringt zumindest jedes Bienenvolk Pollen. Ist ja schön, aber wie gesagt, 1. Februar, 15 Grad. Ja, ganz krass, ne? Hier so ein Bagger ist auch phänomenal, wenn der mal aus der Nähe sieht. Ja, da geht es also wie gesagt am Montag los. Und die meisten Anhänger, die fahre ich mit meinem, ihr kennt ihn ja, ich habe ja schon ein Video gemacht, fahre ich ja mit meinem Hyosynco T4. Natürlich jetzt von der Anhängelast, ich glaube, der hat knapp über 2 Tonnen Anhängelast. Hat jetzt auch nicht so arg viel PS, also ja, da fährt man dann schon eher gemütlich. Also man möchte auch gemütlicher fahren, weil wie gesagt, ist ja auch ein Benziner. Alles, was deutlich über 80 ist, da kann man dann schon zuschauen, wie das Benzin durchfließt. Aber so bis 80 oder um die 80 rum ist eigentlich ganz angenehm zu fahren. Ist ja 5 Zylinder mit 2,5 Liter Hubraum. Also der fährt auch wirklich entspannt, ne? Ja, wie gesagt, das ist da ein bisschen, das ist das Schwach, also zumindest bei dem großen Anhänger, bei dem kleinen Anhänger ist das kein Problem. Bei dem großen Anhänger ist das ein bisschen ein Schwachpunkt. Ich meine, da ist auch die Überlegung, mein klar, dann wäre es ein Pickup. Der hätte eine größere Anhängelast, hätte einen größeren Motor, aber der ist halt nicht zu, ne? Und ich nutze es halt wirklich ganz gerne. Auch um mal Honigräume zu holen. Oder einfach, wenn du es über Nacht das Auto stehen lässt und nicht ausräumen musst und so. Da bin ich, ja, habe ich ja schon mal gesagt, ich bin mit dem Auto eigentlich wirklich ganz zufrieden. Es ist unheimlich stabil, es geht nicht viel kaputt. Und ja, das sind so im Prinzip, wie gesagt, meine Fahrzeuge. Also der ist hier, ja. 6 Meter dürfte das schon sein, ja. Ja, mei, so ist, ne? Ja, das sind die Anhänger. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bis dann. Ciao.